Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Ich bin Andreas und ich begrüße euch zu einem kleinen Quickie bezüglich der Burning Crusade bzw. WoW Vanilla Classic. Und was ich euch zeigen möchte heute ist eine ganz kleine Facette, die deutlich wird, wenn ich mich einmal hier in die Beta für die Burning Crusade einlogge. Und zwar bekommt die Allianz als Faction ja nun die Schamanen und das bedeutet, es werden eine ganze Menge auch anfangen, die Schamanen zu spielen bzw. zu leveln. Soweit, so gut. Und es gibt hier so eine kleine Facette und zwar der Zauber Wasseratmung und das Wasserwandeln. Das ist jetzt spannend, warum? Diese Zauber erfordern Reagenzien und diese Reagenzien müssen gefarmt werden oder sie können im Auktionshaus gekauft werden. Und da das Auktionshaus leider ganz kurzfristig schließt, besteht jetzt nochmal die Chance einzukaufen, sobald und soweit ihr die Möglichkeit habt. Also Wasserwandeln braucht das Fischöl und die glänzenden Fischschuppen werden benötigt für die Wasseratmung, ist also hier eher der Fokus für die Allianz. Und wie die Situation aussieht, kann ich euch hier mal zeigen, denn auf meinem Server, so kann ich das am besten illustrieren, ja, diese tiefroten, dunklen Zahlen sind mal kurz eine Referenz auf den Marktwert, so die letzten 14 Tage. Und ihr seht, wir haben hier mittlerweile hunderte Prozent Anstiege. Das gleiche kann ich euch auch demonstrieren für das Fischöl. Da ist die Situation im Prinzip genauso katastrophal. Das heißt, die Leute waren hier schon aktiv, haben sich hier schon darauf vorbereitet. Und jetzt heißt es möglichst schnell sein, denn das Auktionshaus schließt am 14. Mai. Das ist dann morgen um 19 Uhr. Und bis dahin ist jetzt noch die Möglichkeit, einige Dinge einzubunkern. Kann ich nur dringlichst empfehlen, sofern ihr wirklich, Bezug ist immer euer Server, zu guten DB-Marketpreisen noch einkaufen könnt. Ne? Das ist die Referenz. Und ich hatte vor ein paar Tagen hier drauf schon mal hingewiesen, ne? Denkt an Wasserwandeln und die Wasseratmung und wir bekommen hier eine kleine Gruppe, eine neue Abnehmerschaft und das war natürlich immer dann jetzt ziemlich risikolos, ja, wenn man das für eine Handvoll Kupfer kaufen konnte. Und ich habe jetzt zum Schluss mich mit 80 oder 90 Fischöl eingedeckt, die dann wirklich reingedammt worden sind für wenige Kupfer. Das Thema ist jetzt vorbei. Das ist jetzt vorbei. Also diejenigen unter euch, die jetzt vor ein paar Tagen schon losgelegt haben, sich darauf vorbereitet haben, super. Das sind immer so diese kleinen Geschichten auch da. Ja, das schießt euch nicht Richtung Goldcap. Seht es bitte immer als Puzzleteile in dem Gesamtbild, was ihr nach und nach zusammensteckt und zusammenschiebt und aneinander fixiert. Denn ja, das Ganze ist Goldmaking, ist ein Puzzle, das Gold verdienen. Und das war's auch schon. Das ist hier eine Kleinigkeit. Ich habe noch so viele Sachen, Alleine, es fehlt, wie immer, ihr kennt das schon. Ja, es fehlt Zeit und Raum. Ich bin noch nicht im Ansatz so weit, wie ich sein möchte. Ja. Arbeit, 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 würde der Ork-Pion sagen. Und das geht leider vor. Und dadurch muss ich versuchen, das ein bisschen hier zu harmonisieren zeitlich. Aber zwischendurch mal die ein oder andere Geschichte. Es gibt noch ein bisschen was. Ich wollte ein Multiboxing-Follow-up wollte ich nochmal machen. Noch mit ein paar Zusatzinfos. Es gibt noch so ein paar coole kleine Farm-Geschichten, die ich zeigen möchte. Und zu Retail komme ich im Moment im Prinzip auch gar nicht. Ärgerlich, nervt mich. Aber kommen ja vielleicht auch andere Zeiten. Damit seid ihr bedient. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feiertag heute. Startet gut in das für viele vielleicht verlängerte Wochenende. Jetzt ist noch die Chance, ein bisschen zu farmen, ein bisschen etwas zu machen. Und habt das einfach nur hier auf dem Radar. Und denkt dran, das Auktionshaus schließt. Also kauft jetzt noch Leder. Mein Ledervideo schaffe ich auch nicht mehr. Ich habe Leder auch noch eingekauft. Denkt an die Stoffe, denkt an die Verzauberungsmaterialien. Jetzt noch günstig reinkaufen, rauskaufen. Reingehen ins Sahara und rauskaufen, wenn das eure DB-Market-Situation erlaubt, ansonsten natürlich nicht. Dann, euch kann im Zweifel das hier drohen und ich habe jetzt hier auf dem Charakter noch 400 Gold, das sind eigentlich meine Reserven. Ich habe wirklich alles investiert, alles was ich hatte, habe ich investiert in Materialien. Und ich überlege, ob ich die 400 Gold jetzt auch noch ausballer. Da mache ich mich aber so ein bisschen auf die Suche, was denn die DB-Market-Situation hier noch zulässt, ihr Lieben. Da muss man einigermaßen realistisch sein. So, also Schaman, Wasserwandeln und Wasseratmung auf dem Radar haben, kauft euch die Reagenzien raus oder farmt sie. Ja, das kann ja auch, wenn ihr sowieso am Questen, am Twinks nachziehen seid, sich sowieso lohnen. Gerade diese kleinen Geschichten einfach jetzt mal einzubunkern und dann ins Auktionshaus zu ballern, sobald man die neue Rasse spielen kann. Ja, schon cool, dass ihr da wart, schon cool, dass ihr wiederkommt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und tschüss.